Endlich rollt der Ball auch wieder bei den Frauen vom MSV Duisburg. Am Wochenende startete das Team von Trainer Christian Franz Pohlmann in die neue Saison. Ein gelungener Auftakt war dem Neucoach zwar nicht vergönnt. Im ersten Spiel unter seiner Leitung verkaufte sich der MSV bei der knappen Niederlage gegen Freiburg aber dennoch teuer. Natürlich, nach dem Spiel steht man so ein bisschen da mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite wurden die Sachen umgesetzt und auf der anderen Seite ging der Plan nicht zu 100% auf, weil wir hätten was mitnehmen können aus Freiburg. Auch wenn Freiburg in dem Moment absolut Favorit war in dem Spiel, haben wir trotzdem unseren Plan ganz gut umgesetzt. Aber es ist halt bitter, wenn du dann hinterher mit 0 Punkten nach Hause fährst. Der Auftritt im Auftaktspiel war keine Selbstverständlichkeit, denn das Team ist mit 11 Neuzugängen und noch mehr Abgängen praktisch rundum erneuert. Der Teamgeist stimmt wohl dennoch. Im ersten Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich das bestätigt, was mein Eindruck auch war von der Vorbereitung. Dass es natürlich nicht ganz so einfach ist mit 12 Abgängen, jetzt mit der Alina noch mit dazu, haben wir jetzt 11 Zugänge. Das ist nicht ganz so einfach, ja, weil viele Spielerinnen auch dann zu unterschiedlichen Zeiten ins Training eingestiegen sind, aufgrund der Europameisterschaft, auch aufgrund von Verletzungen. Es war nicht ganz so einfach. Trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir mit Sicherheit in dem Punkt ziemlich weit vorangeschritten, ja. Am kommenden Wochenende steht das erste Heimspiel an. Leichter wird es aber nicht gegen Turbine Potsdam. Die Qualität des Gegners brauchen wir uns, glaube ich, nicht lange drüber unterhalten. Matchplan werden wir definitiv nicht verändern, aufgrund der Situation, dass wir es echt gut gemacht haben, jetzt auch gegen Freiburg. Daran werden wir festhalten, an unseren Tugenden werden wir festhalten. Ich glaube auch, dass Freiburg bestätigen kann, dass wir ein unangenehmer Gegner waren. Und da werden wir auch am Wochenende sein. Anstoß zum ersten Heimspiel gegen Potsdam ist am Samstag, den 9. September um 14 Uhr im Homberger PCC-Stadion. MSV vor Reise nach Bielefeld. Nach der knappen Heimpleite gegen Darmstadt und der anschließenden Länderspielpause greifen die Zebras am kommenden Wochenende wieder ins Zweitligageschehen ein. Der aktuell 11. aus Duisburg trifft auf den Tabellendritten Arminia Bielefeld. Wir werden auch versuchen, natürlich auch dort mitzuspielen, wie wir bis jetzt in jedes Spiel geschafft haben. Und wir fahren auch nach Bielefeld, auch nicht um Kaffee zu trinken, sondern auch davon etwas mitzunehmen. Das heißt, wir wollen auch dort Punkte. Am Freitagnachmittag reisen die Zebras nach Bielefeld. Anstoß ist am Samstag, den 9. September um 13 Uhr in der Schüko Arena. Zebra-Shop ab jetzt auch in der Duisburger Innenstadt. Der neue Zebra-Shop in der Königstraße 2 hat am Mittwoch seine Pforten geöffnet. Die offizielle Eröffnungsparty samt Autogrammstunde steigt am Dienstag, den 12. September. Neben Sportdirektor Ivo Grilic stehen dann auch Marc Flecken, Boris Tatschi und Moritz Doppelkamp ab 18 Uhr für ihre Fans bereit. Das komplette MSV-Fanangebot gibt es natürlich auch weiterhin zu den bekannten Öffnungszeiten im Zebra-Shop in der Schauinsland-Reisen-Arena und rund um die Uhr online unter www.msv-duisburg.de.